Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Die Zwerge. Im letzten Part haben wir Hinweise gefunden, dass hier ein Albe-Versteck ist. Und das haben wir auch gefunden und das werden wir gleich mit einem Lächeln auf den Lippen auseinandernehmen. Aber vorher müssen wir gucken, wer ist überhaupt fit. Im Boindil sehen wir es, sehr angeschlagen. Andokai ist angeschlagen. Wow, Jerun ist sogar sehr angeschlagen. 10 Verletzungen. Und leider auch Tungdil, aber da können wir nichts machen, außer... Außer, jetzt habe ich den dahin... Was hatte ich denn vorher? Scheiße. Was hat er denn vorher gehabt? Bei erlittenem Schaden 50% Chance Schaden. Ja, das glaube ich. Ist ja auch egal. Wir können das ja nicht einfach so nehmen. Das ist blöd, der ist jetzt ein bisschen verletzt. Da kann man nichts machen. Andokai ist so wichtig, dass ich sie sogar mit Verletzung in den Kampf schicken würde. Aber Jerun und Boindil. Dann nehmen wir lieber Bavragor. Und... Ja, gute Frage. Balyndis, die ist bestimmt auch gut. Balyndis rammt einen Gegner mit ihrem Schild. Er fliegt zurück, verletzt andere auf seinem Weg und stürzt. Das ist auch ein gutes Ding. Balyndis sticht mit dem Griff ihrer Axt auf einen einzelnen Gegner ein und macht viel Schaden. Ja, Balyndis wäre auch cool. Vorgas macht viel mit Feuer, ne? Brennender Pfeil. Vorgas schießt einen Pfeil ab, der beim Auftreffen explodiert. Ah, da ist, eigentlich ist das gut. Der hält halt leider nicht so viel aus. Andokai hält halt auch nicht so viel aus. Bavragor hält ein bisschen mehr. Wir nehmen Vorgas mit. Ja, wir nehmen Vorgas mit. Und... Nee. Dann nehmen wir ihn da drauf. Und... Bei erfolgreichem Angriff 10% Chance, Lebenspunkte zu regenerieren. Das geben wir ihm. Und dann... Speichern wir. Damit wir das nicht alles nochmal machen müssen. Und dann greifen wir an. Normalerweise... Ihr erreicht den Ort, der auf der Karte der Orks eingezeichnet war. Und bei dem Anblick, der sich euch bietet, gibt es keinen Zweifel. Hier haben die Albeer ihre Experimente gemacht. Ja, denn Andokai ist jetzt nicht mehr verletzt. Dieser eine Tag, dieses hat ja was gebracht, habe ich gar nicht dran gedacht. Andokai ist unverletzt. Aber was bietet uns hier? Werden wir angegriffen oder finden wir nur ein Lager? Und wir haben uns hier umsonst Gedanken über den Angriff gemacht. Wie dem auch sei, umsonst ist es nie. Zwerge! Oh, ich bin froh, endlich wieder Angehörige meines Volkes zu sehen. Ich bin froh, überhaupt jemanden zu sehen, der mich nicht töten will. Wir sind hier, um dich zu retten. Wir haben gehört, dass Albe an Zwergen experimentieren. Wo sind die anderen? Sie. Ich bin der Letzte. Mich gibt es auch noch. Du bist also entkommen. Ich hätte es mir denken können. Du wurdest von den Ersten und hast nach König Giselbarts Schwert gesucht, nicht wahr? Du kennst Geralda? Ja, erstmal fragen wir das. Du und Geralda, ihr kennt euch? Sie war schon hier, als ich ankam. Die Albe haben Experimente mit ihr gemacht. Sie haben ihr eine Tinktur aus einem Apparat eingeflößt und danach schien es, als sei sie eine Puppe. Sie musste ihnen gehorchen. Sie bildeten sie in Kämpfen aus und sie konnte Albe-Magie wirken. Ich schwöre es. Aber beim letzten Mal war etwas anders. Sie kämpfte gegen die Befehle der Albe an, köpfte schließlich einen von ihnen. Sie ließ mich und die anderen Gefangenen frei und lief im Chaos davon. Die Albe haben uns alle wieder gefangen genommen. Nur sie nicht. Hm. Was war das? Wo sind die Albe? Ach, vergiss die Frage. Ich wollte es gerade sagen. So, ah, okay, wir könnten das hier auch nochmal einstellen. Hm. Geralda schießt extrem schnell mehrere Armbrustbolzen auf Gegner in ihrer Nähe ab. Geralda schießt 3 Bolzen schnell hintereinander auf ein Ziel ab und verursacht sehr viel Schaden. Geralda verschwindet und taucht neben einem Gegner auf, dem sie einen Stich verpasst. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, Geralda.
Aber wir haben... Wir haben alles für unseren Kampf. Oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt? Ganz woanders. So, und jetzt... Jetzt frage ich mich... Bavragor war nicht verletzt. Aber seine Energie ist fast komplett weg. Furgas war nicht verletzt. Seine Energie ist nicht voll. Andokai war geheilt. Ihre Energie ist nicht voll. Tungdil war angeschlagen. Da verstehe ich, dass es nicht voll ist. Aber warum die anderen? Das verstehe ich nicht. Und das ist schon jetzt eine längere Zeit so. Auf wen schlägt Andokai eigentlich ein? Auf Bavragor? Es ist auf jeden Fall sehr eigenartig. Hm? Na gut, dann. Ziel gefunden. Jetzt bin ich aber gespannt. Warum denn nicht? Mit Vergnügen. Ja, ihr sollt auch das Ding angreifen, Schluss damit. So. Hau das Ding kaputt. Was denn? Kettenblitz? Nee, kein Kettenblitz. Das Ding wegklatschen. Bavragor, was ist das? Drachenatem. Liegt der auf dem Arsch oder was? Was ist mit Bavragor, der Doofe? Nee, der liegt nicht auf dem Arsch. Okay. Furgas. Mit den brennenden... Oh. Giftpfeil. Hä? Der hat doch jetzt auch ganz andere Fähigkeiten. Wo ist der Pfeil, der explodiert? Nee. Er hat die Fähigkeiten gar nicht. Hä? Ist das ein Bug oder was? Also kann sein, dass es ein bisschen verbuggt ist gerade. Ich weiß es nicht. Was denn? Was für eine Zeitverschwendung. Auf jeden Fall. Hier. Diese verfluchten... Da hinten ist noch ein Alp, aber der ist uns im Moment noch egal. Ja? Kann nichts machen, kann nichts machen. Du kannst was machen. Und was war das jetzt? Jetzt ist das Vieh komplett weg. Hm? Tungdil. Also. Furgas. Furgas, Furgas, Furgas. Giftpfeil, Furgas. Dann mach's so. Boah, den hat er richtig in den Schädel geschossen. Ja? Mach ihn fertig. Was denn? Andokai kann gerade nichts machen. Ja? Furgas kann... der stürzt. Das waren jetzt wie viele? Und das war gut. Mhm. Ne, den kannst du so umhauen, genau. Bassen! Bassen, Junge, Bassen! Ah, abscheuliche Kreatur! Sieg was durch Technik! Zeitverschwendung! Also? So, du kannst dem Mistvieh nochmal Gift verpassen. Oh, 100 hat er uns abgezogen. Hm? Was denn? Also los! Hm? Sofort! Wir müssen diesen Nachtmar. Ach, hau den um. So, der ist tot. So, jetzt haben wir das Mistvieh in der Ecke. Bavragor entzündet das Geräusch. Ja, aber da kann ich ja. Da erwische ich ja meine mit. Das ist ja blöd. Damit leider auch, weil er doof positioniert ist.
Andokai kannst das machen. Ja. Pfeifton aus, nur Orks und Hunde hören. Vorgas schießt ins Knie, Vorgas kann vergiften. Oh, jetzt hat er Bavragor angegriffen, das ist nicht gut. Willkommen in der Zukunft. Oh, tot. Traumhaft. Schluss damit, Salat! Wo ist der? Da ist der. Knall ihm eine. Tungdeal, das gleiche. Was gibt's? Und du vergiftest ihn. Was denn? Vielleicht bringt's was. Ja, vielleicht bringt's was, wenn du deinen Arsch mal hier hinschwingst. Ja? Ja, jetzt ist er tot. Und tschüss. Willkommen in der Zukunft. Hä? Ach was, da ist noch einer. Nö, dann warten wir kurz. Wir heilen uns gerade. Und da hinten ist noch ein Nachtmar. Egal, wir gehen langsam. Wir gehen ganz langsam. Wir wollten langsam gehen. Ach, das ist da unten. Und kommt auch nicht hier hoch. Ja, bin dabei. Geh mal hier hin. Geh mal hier hin. Aber wir treffen es auch nicht. Ziemlich viel Auswahl. Also, okay, wir sind alle voll. Das ist ja schon mal gut. Gegner getötet, aber nur 12 von 30. Wo sind die anderen alle, frage ich mich. Ah, da oben. Dann gehen wir erst nach da oben. Den zermetzelt ihn. Okay, der eine ist schon so gut wie tot. Ah, ich will Andokai nicht treffen. Was für eine Zeitverschwendung. Okay, er hat's gar nicht gemacht, der Idiot. Aber jetzt. Bumm. Ja? Boah, eklig. Also? Das ist nur Brachialan. Schluss damit, der Hammer! Na, tötet sie! So, hier, Andokai, mach mal deinen Blitz in diese Richtung. Da bist du platt, war? Bumm! War nix persönlich, ich höre meine Macht! So, die haben wir auch erstmal schön. Vielleicht bringt's was. Schön weggeschnetzelt den Haufen. So, da unten. Okay, warte. Ja? Bin dabei. Du gehst mal kurz dahin. Du schießt sofort los. Was gibt's? Nein, den auf ihn schießen. Du greifst mit dort an. Tungdeal haut das Pferd kaputt. Und Andokai verpasst dem auch nochmal. Oh mein Gott, wie wir diesen Nachtmar gerade gekillt haben. Überragend. Spüre meine Macht. Okay. Einen Moment. Ja, warum nicht? So, kurz zur Seite gehen. Der spuckt nämlich gleich Feuer. Ihr
Und dann gehen sie in Luft auf. Ah ja, das schaffen wir gemütlich heute. Das schaffen wir heute ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise mal wirklich gemütlich. Andokai kann hier nochmal ihren Blitz durchdonnern, der leider nicht überspringt. Das ist sehr, sehr schade. Aber das war gut. Auf den Weg. Angriff. So. Hilfst Andokai ein bisschen. Du kannst hier mal rumballern. Und nochmal rumballern. Und das war's. Ich hatte gehofft, nach Grünhain nie wieder einen Nachtmahr zu sehen. Zum Glück waren es zwei. Ja. Drehen wir uns um. Vielleicht gibt es noch mehr Überlebende oder wir finden etwas über den Trank heraus, den Giralda braucht. Auf jeden Fall. Und verletzungstechnisch? Ja gut, Andokai ein bisschen, aber ansonsten sehen die alle ganz gut aus. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Okay, bisschen Verpflegung, bisschen Geld und ansonsten, das war jetzt nicht so gut, was wir da bekommen haben. So, ein bisschen rauszoomen. Hier habe ich die Tasche schon gesehen, als wir unterwegs waren. Da gucken wir auf jeden Fall rein. Ein Rucksack mit allem, was man für ein paar Tage in der Wildnis benötigt und ein fremdartig aussehendes Schwert. Aha. Ein Rucksack... Okay, da sagt das Gleiche. Reden wir erstmal mit ihm hier. Die Gefahr ist vorbei. Ein für alle Mal. Jetzt hat der Horror endlich ein Ende. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier finden. Vielleicht haben wir Glück und wir finden ja wirklich diesen Trank. Also irgendetwas muss ja hier... Ah, hier hinten. Behälter... Ja, ja. Schön hier. Gucken wir uns schön um. Okay, hier sind Gebeine. Okay, hier sehe ich jetzt noch nichts. Mit allen reden kann man natürlich auch nicht. Hier muss es auf jeden Fall irgendwas geben. Vielleicht wirklich dieser Trank und wir haben dann Glück. Betrachte den toten Alp, ja. Wieso nicht? Der Alp wurde geköpft. Er ist tot und selbst das tote Land wird ihn nicht dazu bringen, wieder aufzuerstehen. Das ist er. Ich erinnere mich wieder. Er zwang mich dazu, einen neuen Trank zu trinken. Und dann... Daher bekam ich meine Kräfte. Ich tötete ihn und lief davon. Beim genaueren Hinsehen erkennst du in der Hand des Alps einen kleinen, zusammengerollten Zettel. Hm. Kleines Gut. Ein Rezept. Wenn ich raten müsste, vermutlich für Giraldas Trank. Okay, das ist doch schon mal... gut. Braue Giraldas Trank. Behälter. Die Behälter sind mit Blut gefüllt, aber es wirkt dünner und riecht süßlicher, als es sollte. Vermutlich haben die Albe etwas damit gemacht. Entweder für ihre Tränke oder um es als Farbe zu benutzen. Ja, vermutlich ist es als Farbe gedacht. Du kannst mit den vielen Gerätschaften und Zutaten nichts anfangen. Aber für Andokai als erfahrene Magier und Alchemistin sollte es ein leichtes sein, Giraldas Trank zu brauen. Dann soll sie es tun. Gut, dass wir Andokai dabei haben. Ihr wollt die Nacht nicht inmitten der Toten verbringen und schlagt euer Nachtlager ein Stückchen entfernt auf. Zusammen mit Andokai und Namora entzifferst du das Rezept für Giraldas Trank. Alles in allem sind die Gerätschaften und der Prozess nicht schwer zu verstehen, wenn auch etwas fremd. Und die Zutaten sind selbst für mich gewöhnungsbedürftig. Dieses schwarze Wasser und Elbenblut unter anderem. Was ist es, was Giralda ihre Kräfte gibt? Andokai nickt. Das gibt ihr ihre Kräfte und macht sie gefährlich. Was wird sie tun, wenn der Trank aufgebraucht ist und sie vom Durst in den Wahnsinn getrieben wird? Sie könnte mich dazu zwingen, ihr mehr und mehr von dem Trank zu brauen und das dazu nötige Elbenblut zu beschaffen.
Andukais Augen durchbohren dich. Ich kann ein Gift mischen, das genauso aussieht wie ihr Trank. Sie vertraut dir, Tungdil. Wenn du es ihr gibst, wird sie es trinken. Und wir würden eine unkontrollierbare Gefahr vom geborgenen Land fernhalten. Boah, nein. Das ist Mord. Wir geben Geralda den Trank. Also gut, bereite das Gift vor. Alter, was ist das denn? Ja gut. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt natürlich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Geralda der Charakter ist, den es nicht im Buch gibt. Weil das gab es im Buch nicht. Dass da irgendeine Sache mit Gift oder so vorgekommen ist. Ich weiß nicht, bringen wir sie um? Auf mich macht sie keinen gefährlichen Eindruck. Außer als sie uns angegriffen hat natürlich. Jetzt ist die Frage, töten wir sie und wir haben sie halt auf dem Gewissen oder wir lassen sie leben? Und am Ende tötet sie vielleicht einen unserer Begleiter? Boah, das ist eine harte Entscheidung. Das ist echt eine sauharte Entscheidung. Aber wir bringen sie nicht um. Obwohl das Angebot verlockend ist, Andukai, aber nein. Das ist immer noch Mord, egal was für eine große Gefahr von ihr ausgehen mag. Sie hat sich ihre Kräfte nicht ausgesucht und verdient es zu leben. Andukai schüttelt enttäuscht den Kopf, beginnt zu deiner Überraschung aber ohne ein weiteres Wort mit der Arbeit. Nach 2 Stunden kommt Andukai zu dir und hält dir 2 Fiolen hin, die genauso aussehen wie Geraldas. Ich bleibe bei meiner Meinung, Tungdil. Erkenne, wie groß die Gefahr ist. Die linke Fiole ist der Trank, in der rechten ist das Gift. Andukai drückt dir beide Fiolen in die Hand. Entscheide weise. Bevor du etwas sagen kannst, hat sie sich bereits weggedreht und marschiert schnellen Schrittes zu Jerun. Tungdil, ist der Trank endlich fertig? Dir gelingt es gerade noch, die Fiolen vor Geralda zu verbergen. Ja, hier ist der Trank. Sicher, hier ist der Trank. Und da ist das Gift. Und ich bin so froh, dass da jetzt nicht steht, gib ihr den rechten oder den linken Arm. Weil ich habe schon vergessen, wo das Gift war. Oh nein. Warum werde ich 2-mal vor diese Entscheidung gestellt? Geht wirklich so eine Gefahr von ihr aus? Alle werden uns hassen, wenn ich die umbringe. Mit dem Gift. Alle. Außer Andokai, aber das wird keiner gut heißen. Ich gebe ihr den Trank. Ja, hier ist der Trank. Du gibst Geralda den echten Trank und sie nimmt gierig einige große Schlucke. Danke, Tungdil. Was würde ich nur ohne dich? Oh, was ist das? Oh, es brennt! Nein. Du hast mich vergiftet? Du starrst auf die 2. Fiole in deiner Hand, dann auf das schmerzverzerrte Gesicht der Zwergin. Mit einem letzten schmerzerfüllten Schrei bricht Geralda vor dir zusammen. Als die anderen herbeigeeilt kommen, stehst du noch immer starr vor Schock da. Sie ist tot. Bring sie weg. Ohne sich um die Proteste der anderen zu kümmern, folgt Jerun ihrem Befehl. Andukai nimmt dich an der Schulter und zerrt dich ein Stück weg. Du hast ihr also den Trank gegeben. Das dachte ich mir. Ihr habt sie vertauscht. Wie konntet ihr? Du fühlst dich betrogen und Wut steigt in dir auf. Pass auf, mit wem du sprichst, Tungdil Goldhand. Wir reisen zusammen, aber ich bin immer noch eine der 6. Ich habe lange Jahre über mein Reich geherrscht und viele schwere Entscheidungen getroffen. Diese gehörte nicht dazu. Sie war das Produkt albischer Experimente und hätte zu einer ebenso großen Gefahr fürs geborgene Land werden können wie Not-On. Aber vielleicht hätten wir... Wir hätten... Du glaubst, im Gesicht der Maga Bedauern zu erkennen. Doch ohne ein weiteres Wort lässt sie dich stehen. Zum ersten Mal seit langem fühlst du dich wie der dumme, naive Schmied, der vor Ewigkeiten den behaglichen Stollen in Ionanda verlassen hat. Nein. Sie hat uns betrogen. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Ich hätte sie leben lassen. Und Andokai hat die Tränke vertauscht. Wie konnte ich das wissen? Ich fühle mich genauso betrogen, wie Tungdil sich betrogen fühlt. Okay. Also das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich bin auf jeden Fall genauso schockiert und überrascht wie ihr wahrscheinlich. Ich hätte sie nicht umgebracht, aber
Nun gut, man hat uns die Entscheidung abgenommen. So kann man es auch sehen. Das war ein starkes Stück. Also Ando Kai werde ich nicht mehr so leicht vertrauen. Ne, da komme ich ja gar nicht mit klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Rindjehauen. Bis zum nächsten Mal bei Die Zwerge.